So, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal geht's nach Settenil. Und zwar die Stadt oder das Dorf, das in den Felsen reingebaut sind. Das ist ja einmalig und das schauen wir uns jetzt an. Danach geht es wegen Diesel Richtung Sevilla und dann weiter Richtung Huelva, wo ich mich dann in das wunderschöne Naturparadies hineinstelle. So, wir fahren wieder hoch und zwar im dritten Gang mit Untersetzung, das heißt 1,5. Das ist etwa das, was am besten geht, da diese steile Zufahrt hoch. Kleines, enges Dörfchen. Uiuiui. Ist zum Glück Eibahn. Oh nein, scheiße. Der hat keinen Platz. So. Ganz schön eng hier. Zum Glück ist der meine nicht mehr so groß. Und jetzt geht es da links um die Kurve. Und wieder durchs Dörfchen. Die geben an 10 Meter LKW maximal. Und jetzt muss ich rechts wie. Also geht auch so mit einem LKW. Zumal ja die 3,5 Tonnen zum Teil fast 8 Meter haben. Und meine hat 6,80. So, unser heutiges Ziel heißt Settenil und das ist, glaube ich, da unten. So, wir gehen jetzt die Stadt besichtigen. Ich habe den Camper abgestellt auf einem Parkplatz. Da darf man aber nicht übernachten. Ist nicht schlimm. Ich habe jetzt das Bike nach vorne genommen. Das ist sowieso immer das Beste. Da kommt man überall durch praktisch. Und jetzt schauen wir mal diese Stadt an. Die ist in den Stein. Gibt es ein paar Häuser, die da reingebaut sind. So, und das ist die Attraktion hier. Die Häuser in den Fels reingebaut. Vermutlich immer ähnliche Temperaturen drin, schön kühl im Sommer. Ja, als sie das gebaut haben, dachten sie vermutlich nicht an die Touristen. Aber die kommen natürlich scharenweise hierher. Weil das halt schon speziell ist. Hä? Da stützen die Häuser sogar die Felsen oben. So, das ist der Hammer. Solange das Ding hält, ist alles gut. Aber das ist geil. Hä? Das ist geil. Wie tief geht das auch rein da? Ja, gute 5 Meter sehe ich. Ehrlich. Vorher sogar ein paar Schweizer Motorradfahrer getroffen. Also da geht es weiter. Wenn denn die wegfährt. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Baches. Und das ist also schon der Hammer. Ein Häusertunnel, kann man sagen. Es ist also absolut einmalig. Und überall Spezialitäten, natürlich. So. Immer noch auf der Seite. Sogar Garagen hat es da. Hey, hey, hey. Ja, da hat man die Mauer gestützt. Heute wird das da hinten nicht mehr genutzt. Trotzdem interessant. Was da mal war, vielleicht für Tiere. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Ein Lager.
Also, fantastisch. Senetilla heißt es, glaube ich. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Und dann geht es da hoch. Also, wir folgen einfach den Schildern, wo es etwas zu sehen gibt. Noch zwei Dinge. So, wir müssen jetzt steil hochfahren. Jetzt sind wir oberhalb. Angie! Katzen, immer Katzen. So, jetzt sind wir praktisch auf der anderen Seite. Da ist kaum jemand. Aber auch hier gibt es Häuser, die da reingebaut sind. Steinhäuser oder Felshäuser, keine Ahnung, wie man die nennen kann. So, da hinten, oh, da unten hat es auch. Schön versteckt. Nur für Fußgänger zugänglich. Und da auf der anderen Seite. Aber die sind, ja, bewohnt, zum Teil leer. Hammer, Hammer. So, wir fahren einfach mal quer durchs Dorf, irgendwo. So, jetzt bin ich ganz oben angelangt. Da ist eine kleine Kapelle. Und ich bin da eigentlich wegen Trinkwasser für Angie. So, eben ganz oben, Aussicht, wunderbar, muss man auch noch hoch, weil da sieht man die ganze Stadt oder Dorf in einem schönen Überblick. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Hügels der Stadt. Von da oben kamen wir. Eine Kirche mittendrin. Herrlich. So, man könnte gleich noch da, wo ich vorher aufgenommen habe, auf den Turm. Das kostet aber 2 Euro. Nur zum schnell da, ja, ein Foto machen. Ist mir das zu viel? Mit dem kann ich wieder 1 Liter Diesel kaufen. Huiuiui, der ist ja hoch im Preis geschossen. Ja, das sind echte Könner, sogar Spiegel einziehen. Und die wohnen da hinten in diesen schmalen Gässlein. Ja, wie früher in Italien, für das gibt es den Fiat 500 eigentlich. Nicht mal mit dem Bike kommen wir hier durch. Er muss zurücksetzen. Also sogar da habe ich noch so Häuser gefunden, halb hoch. Ich glaube, da waren wir noch nie und das sind auch die letzten. Da man hier nicht übernachten darf, verlassen wir jetzt dieses Dorf und fahren zu einer Tankstelle. 45 Kilometer liegt zwar auf dem Weg und ich hoffe, der Preis stimmt noch. So, das ist ja Wahnsinn. Oh, jetzt die Tanke hat einen falschen Preis und jetzt bin ich nach Sevilla und gleich weitergefahren. Hat die günstigste Tankstelle weit und breit für 1,60 noch. Und die anderen sind schon bei 1,80, 1,90. Extrem Al Campo heißt sie, extrem Glück. Ich habe jetzt den Tank gleich voll gemacht, 400 Liter gingen rein. Ich bin also da noch mit der Reserve gerade noch hingekommen. Und jetzt fahre ich zu Mercedes und dann schlafe ich da. Und morgen ja, hoffe ich, können die den Tacho einstellen. Ja, scheiße, Google weiß nicht alles. Hier sollte die Mercedes Truck sein, ist aber nicht da. Jetzt mal schauen, wenn es auf dem Weg liegt. Es eilt ja nicht.
da seht ihr 1,80 unterdessen. Was ist normal da? Ich habe da echt noch mal Glück gehabt oder eben zu spät getankt. Ich hätte mal bei 1,31 noch gekommen vor etwa 10 Tagen. Ja, so schnell geht's. Ja, das wird nichts mit Mercedes. Das ist wieder zurück. 11 Kilometer, das sind 22. Da habe ich keinen Bock. Jetzt fahre ich einfach wieder raus aus Sevilla. So, ich bin jetzt im Bezirk Huelva, habe hier übernachtet, da schön im Grünen. Jetzt gehe ich eine Freundin besuchen, muss da ein bisschen durch den Dschungel fahren, wie mir scheint. 3 Kilometer, die Hunde laufen. Ja, geil. Ja, wunderschöne Landschaft da mit Bäumen da, sehr schön. Ist ein bisschen Offroad-Piste. Ja, herrlich. Gibt noch eine kleine Sandpassage. Ja, man merkt, Portugal ist in der Nähe. Aber das ist ja schön gepresster Sand. Als ich das erste Mal Sand gefahren bin in Portugal, da waren nur Traktoren da durchgegangen, tiefe Spurrillen. Nur mit Heckantrieb, oi. Bin gleich mal stecken geblieben, Hubstützen und dann Reifendruck runter. Und dann bin ich tatsächlich durchgekommen. Das war meine erste Sanderfahrung, die ich je gemacht hatte. So, da sind überall ein paar Landstücke. Ich glaube Landarbeiter, ja. Da kam gerade ein Hund angerannt und dann plötzlich ist Ayla schneller geworden, wollte Eiji helfen, aber der Hund hat nichts gemacht. Alles gut. Waschbrettpisten immer wieder, dass ich das noch erlebe. He? Da kommen sie wieder, die Wächter. Ja, die haben natürlich ihr Land verteidigt, dann kam Ayla auch noch dazu, dann haben meine 2 schnell Gas gegeben und dann sind die zurückgewichen. So, jetzt sind wir dann gleich da. Im Moment bin ich an einer Traumlandschaft, Pinienwälder Nationalpark bzw. die Pufferzone davon. Ich habe gerade 3 Hunde. Ich stehe ja privat und das ist der Hund von ihr und der kommt natürlich immer mit und der macht das schon gut. Und wir durchstreifen jetzt einfach diese endlosen Pinienwälder mit dem Sandboden. Manchmal tiefer, manchmal besser, ja, aber mit dem Bike geht das gut und es ist wirklich wunderschön hier, wie immer, ein Traum. Ist das nicht ein Traum hier? Mit Pferden wäre das auch ein toller Platz hier zum Leben. Da hinten steht mein Camper, vielleicht seht ihr ihn. Jetzt mal schauen, wie wir da rüberkommen. So, letzten Morgen, wo ich unterwegs bin, wieder ein Tag vorbei. Ich bin, glaube ich, 3 Nächte da geblieben. Und es ist wirklich traumhaft. Man hat hier so viele Möglichkeiten mit dem Bike oder mit Pferd durch die Wälder zu fahren.
Hallo. So, und das hier ist wohl die berühmteste Finca in der Gegend. Ein Deutscher angeblich ist hier das am schönen Einrichten. Und ja, sieht natürlich wahnsinnig gut aus, muss man sagen. Hat er schön gemacht. Aber das kostet vermutlich einen Haufen Geld. Muss man erst mal haben. Aber ich mag es ihm gönnen. Ja, der Motorrad als Tisch. Also hat er wirklich schön gemacht. Da ist sogar noch Wasser, das fließt. Nochmal ein Blick. Wunderschön. Jetzt geht's durchs Wasser. Ja, und das ist mitten im Wald. Tja, hä? Wie er das gekriegt hat. Ja, und hier darf man sogar hineinfahren. Da immer wieder sandige Stellen. Mit einer Hand. Ich hoffe, es haut mich nicht hin. Was ich alles mache für euch. Hä? So, die zwei Bestien am Spielen. Endlich hat er es laut. Aber so langsam merkt er es. Der ist noch jung, glaube ich, 7 Monate. Aber er kriegt jetzt da gleich ein bisschen. Ja, jetzt kommt er sofort zu mir. Ja, also. Ja, jetzt muss die Kleine herhalten. Normalerweise macht sie das mit ihrer Mutter. Dieses Gekasper, immer schön laut. So, jetzt sind wir gleich wieder zurück. Ach, ist das schön, hä? So, hier unten haben alle so ihre Finkas. Das ist Pachtland von der Kommune. Kann man pachten. Und die Finkas muss man dann halt abkaufen. Das Ganze hat den Marktwert. Ja, ich glaube zwischen 50 und 100.000, je nachdem, was da alles auf dem Land steht. So, ich fahre wieder raus aus dem wunderschönen Grundstück hier. Runter geht's an den Strand, wo ich ein paar Leute treffe, die da unten stehen, die mich kennen. Und ich ziehe jetzt dann auch hoffentlich. Zwar sandig aus, aber das ist halb so schlimm, weil der Sand ist niedergepresst. So, hier habe ich ja übernachtet, genau hier. Und es hat ja geregnet wieder in der Nacht. Momentan regnet es immer mal wieder. So, jetzt kommt dann die Hauptstraße. Das letzte Mal bin ich ja da im Dunkeln gefahren. So, geschafft. Die Untersetzung hatte ich wieder drin, weil ich da mehr Auswahl habe am Gängen. Und jetzt geht's da direkt zum Strand. So, ich fahre mitten durch den Nationalpark. Rechts ist er und links auch. So, hier sollen die Jungs sein. Uiuiui.
Atlantik. So, hier war 2 Tage Regen und Sahara-Staub, wie bei euch, und hier hat es ja vielleicht viel mehr. Wobei es gibt mehr im Osten von Spanien, ist es ja ganz extrem, habe ich gehört. Jetzt schauen wir mal an die Solarleistung. Ja, erstmal das Wasser, das da tropft runter von meinem Dach, und das war heute alles voll und richtig braun, die Soße. Und die Solarpanel, die sind auch voll. Und jetzt schauen wir mal die Leistung vom Solar. Da haben wir vor dem Reinigen noch, hier sehen Sie, hier 326 Watt. Und jetzt reinige ich die mal. Ist natürlich auch immer abhängig von der Wolke. Und dann schauen wir mal, ob das was verändert hat. Ach du Scheiße, sieht schlimmer aus, als ich gedacht habe, als es noch nass war. Sah das nie so aus, guck mal. Und hier natürlich am meisten. Oh je, da muss ich ja ein bisschen mehr reinigen. He? So, Solarpanel geputzt. Die waren jetzt richtig schmutzig. Ja, etwa 100 Watt mehr. Aber ihr seht, es macht nicht viel aus. Ich putze die auch selten. Aber jetzt war dann doch viel Sahara-Staub drauf. Aber ja, vielleicht auch nur 50. Es kommt immer auf die Einstrahlung drauf an. Also es wackelt. So, jetzt gibt es noch eine traurige Geschichte eines Hundes, der da hinten lebt. Wir gehen ihn jetzt mal besuchen. Und zwar da in diesem, ja, Hütte. Zelt, wie man sagen will. Da hat ein alter Mann gelebt. Der ist dann mit 76 Jahren gestorben vor ein paar Jahren, und seit dieser Zeit wartet da sein Hund auf ihn. Meistens ist er drin, ab und zu kommt er raus, und die Bewohner, die geben ihm ja zu essen. Wasser ist da, alles ist da. Tja, traurig. Da drin wohnt er eigentlich, der Hund. Das ist, glaube ich, alles zusammengefallen. Schauen wir mal, ob er da drin ist. Nee, scheint nicht. Also er ist nicht drin, aber eine Katze ist drin. Die hat gerade kurz angegriffen und ist wieder rein. So, jetzt gehen wir wieder mal ein bisschen Offroad, aber nicht schlimm. Der Sand ist... Ja, ich musste schalten. Der Sand ist schön hart gepresst und er ist auch nass. Erinnert mich an Tunesien, das war schon geil da. Ja, jetzt hätte die Diff-Sperre sicher Sinn gemacht, er hat ein bisschen durchgedreht.
So, jetzt habe ich sie reingetan. Der letzte Pückel, dann geht es wieder auf Asphalt. Reifendruck ist normal. So, das war's wieder von mir. Diesmal etwas kürzer wie das letzte Mal. Und ich bin jetzt so langsam am Zurückreisen. Ich komme jetzt wieder nach mit den Videos. Das war vor etwa 2 Wochen verschoben. Jetzt sind wir, glaube ich, noch 1 Woche verschoben. Also ich bin jetzt am Zurückreisen und ja, das nächste Video ist dann halt von der Rückreise. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wie immer Daumen hoch. Und tschüss.